Hallo meine Lieben, heute gibt es endlich mal ein Video, das ihr euch so lange gewünscht habt. Und zwar das Video zu der Umgangssprache. Ich freue mich wirklich sehr. Und dieses Video ist auch etwas Besonderes, denn ich bin heute nicht alleine, sondern mit meiner guten Freundin. Hallo, ich bin Katrin und ich kenne dich eigentlich seit 3-4 Jahren schon. Richtig. Also eigentlich seit sie in Deutschland ist. Ja, fast. Und deswegen kennt sie auch meine Entwicklung in der deutschen Sprache. Und heute machen wir dieses Video zusammen, weil wir der Meinung sind, ja, dass Umgangssprache eigentlich am besten zu zweit in der Kommunikation erklärt werden kann. Auf jeden Fall. Also, wenn es euch interessiert, dann bleibt dabei. So, ihr Lieben, wir beginnen mit einem sehr weit verbreiteten Wort, und zwar quatschen. Ja, Katrin, wie würdest du es definieren oder einfach erklären? Quatschen kann man statt sich unterhalten verwenden. Es ist nicht so förmlich und hochgestochen, sondern sehr umgangssprachlich. Mhm, genau, also ein Synonym für sich unterhalten oder mit jemandem sprechen. Genau, und jetzt wollen wir euch ein Beispiel vorstellen. Katrin, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich habe schon Ewigkeiten auf dich gewartet. Tut mir leid, ich habe eben noch Lena getroffen und dann haben wir die ganze Zeit gequatscht. Oh, na gut, dann komm rein. Als nächstes kommt ein Wort oder besser eine Wortgruppe und zwar Schwachsinn. Man kann aber auch sagen Quatsch oder Mist. Mhm. Und was bedeutet das? Oh, gar nicht so einfach zu definieren, muss ich sagen. Aber meistens bedeutet es in etwa, dass es für jemanden überhaupt keinen Sinn macht. Also total doof ist. Genau, oder? Ja. Also so ein Schwachsinn heißt, es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Genau. Katrin, weißt du was? Ein Freund von mir hat mir gesagt, dass ich in Deutschland ohne Deutschkenntnisse nicht studieren kann. So ein Schwachsinn, das stimmt nicht. An einigen Unis kannst du auch auf Englisch studieren. Wirklich? Ja. Ach toll! So ihr Lieben, jetzt kommt endlich mal etwas Positives. Und zwar drei Wörter, mit denen ihr eure positiven Gefühle ausdrücken könnt. Krass, cool und geil. Oder? Also, was würdest du sagen? Was sind deine Favoriten? Ich benutze am öftesten cool. Also, ist das cool? Ich finde das cool. Also, immer wenn ihr sagen wollt, dass etwas sehr toll ist oder super. Genau. Also, ich nutze eigentlich auch vor allem cool und geil. Lehrer, ich muss dir was erzählen. Was denn? Wir fliegen nächste Woche auf die Malediven. Wow, voll geil! Wie lange bleibt ihr dort? 2 Wochen. Cool. Weißt du was? Ich habe gestern die Prüfung, vor der ich so Angst hatte, mit 1-0 bestanden. Wow, krass. Du Streber. Glückwunsch. Danke. Und noch eine kleine Anmerkung von mir. Manchmal kann krass auch im negativen Zusammenhang benutzt werden. So, ihr Lieben, und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und zwar stellen wir eine Frage an Katrin, ob man diese Umgangssprache überhaupt lernen sollte. Also, was würdest du sagen als Bio-Deutsche? Ja, auf jeden Fall. Sonst versteht ihr ja auch gar nicht, über was sich die Leute unterhalten. Und so wird einfach gesprochen. Deswegen ist es schon sinnvoll. Genau, also seht ihr, man sollte schon die Umgangssprache beherrschen, um sich auch wohlzufühlen und in diesem Land auch gut integriert zu sein. Genau. So, ihr Lieben, wenn wir in diesem Video ein bisschen zu schnell sprechen, dann solltet ihr hier die Untertitel aktivieren. Die habe ich für euch erstellt und auch schon korrigiert. Als nächstes machen wir weiter mit einer Fragepartikel und zwar hä? Genau, also das ist etwas sehr Umgangssprachliches und bedeutet auf der einen Seite sowas wie, wie bitte, ich habe es nicht verstanden, oder? Ja, und auf der anderen Seite auch, das kann ich nicht nachvollziehen, das verstehe ich nicht. Ja, genau. Und jetzt geben wir euch ein paar Beispiele.
So, haben das jetzt alle verstanden? Hä, können Sie das nochmal erklären? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Oh, du schon wieder. Okay, machen wir. So, ihr Lieben, als nächstes schauen wir auf etwas sehr Umgangssprachliches, und zwar auf einen Ausdruck, ich krieg die Krise. Diesen benutzt man sehr häufig, wenn man sich ganz doll über etwas ärgert, oder? Oder im normalen Deutsch würde man... Im normalen Deutsch könnte man auch sagen, sich über etwas aufregen, genau, ja. Ausrasten, sich ganz doll über etwas ärgern. Richtig, ja. Oder sogar entsetzt sein. Also, ne? Jetzt habt ihr so viele Synonyme, ist das nicht toll? Genau. Oh, komm, Lehrer, wir wollen los. Ja, gleich. Ich muss mich noch fertig machen. Oh, immer brauchst du so lange. Ich krieg gleich die Krise. Oh. Jetzt schauen wir uns zwei Verben an, die ihr unbedingt wissen müsst, wenn ihr in Deutschland lebt. Und zwar kapieren und checken. Zum Beispiel, checkst du es nicht? Also genau, das ist wie so eine Alternative für begreifst du es nicht? Also im Endeffekt sind diese zwei Verben einfach so andere Möglichkeiten für die Verben verstehen und begreifen. Und jetzt kommt wieder etwas sehr Umgangssprachliches, und zwar der Ausdruck ohne Scheiß. Aber Leute, schreibt das auf gar keinen Fall, weil Scheiße und Scheiß ist wirklich sehr negativ belastet in Deutschland. Also es ist sehr umgangssprachlich. Genau, also passt auf, ne? Das ist jetzt ein Video zu der Umgangssprache. Ja, also was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet sowas wie wirklich, ehrlich, im Ernst. Okay, also schauen wir lieber auf ein Beispiel. Weißt du was? Marlene und Mario sind jetzt zusammen. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, ohne Scheiß. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Wahnsinn. Als nächstes kommen zwei sehr negative Wörter, und zwar bescheuert und bekloppt. Ja, diese zwei sind in der Umgangssprache sehr verbreitet. Allerdings, wie gesagt, sind sie sehr negativ. Also im Standarddeutschen würde man sagen, ja, vielleicht sowas wie blöd oder dumm oder dämlich. Ne? Genau, also ihr solltet es auf gar keinen Fall zu eurem Chef sagen, also nicht zu allen. Richtig. Katrin, was ist denn mit dir los? Du siehst irgendwie so traurig aus. Oh, mich hat auf dem Rückweg so ein bescheuerter Autofahrer fast umgefahren. Echt? Oh, du Arme. So, meine Lieben, das war's schon. Ich hoffe wie immer, dass dieses Video hilfreich war. Klar haben wir möglicherweise an manchen Stellen zu schnell gesprochen. Aber das ist halt authentisches Deutsch. So sprechen die Deutschen. Und ich finde, mal war es gar nicht so schlecht, dass ihr so richtig schnelle Rede auch gehört habt. Für jetzt bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video ein Like schenkt. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen, und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!